Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie dabei sein können. Ja, es ist ja nur ehrlich zu sagen, dass aktuell nicht alles in Ordnung ist. Es ist aber auch umso nützlicher, Partner zu haben wie die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung. Und das meine ich ganz genau so, wie ich sage. Und Sie haben es in der letzten Woche und auch in dieser Woche bemerken können, durch Peter Hertling, durch Ralf Huber, mit anderen Webinaren hier im Hause. Man hat hier Lösungen. Und es hat übergreifend zu tun in dem Bereich der Sachwerte und darüber hinaus. Und das ist auch das, wo man heute je nach Standpunkt, Information und Sichtweise ganz so richtig weiß, was denn tatsächlich da draußen alles passiert ist. Es erscheint mir manchmal so, und es ist auch in den Telefonaten oder in Besuchen, so ein Gemisch aus Stagnation, Rezession, Deflation und Inflation. Und am Schluss, wenn man das alles zusammennimmt, dann hätten wir eine Depression. Und die können wir nicht brauchen. Was wichtig ist, sind Lösungen. Wir haben die im Hause. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Und das ist eine schöne Ergänzung auch zum Thema wie beispielsweise Immobilie, die Liechtenstein-Police, Fonds, Aktien, was in der letzten Woche ja auch schon teilweise für Sie vorbereitet und gezeigt wurde. Beim Thema Photovoltaik ist es eine ganz besondere Situation für denjenigen, der hier besondere Leistungen möchte und gleichzeitig ein hohes Maß an Planungssicherheit. Und das ist ein Aspekt, der vielleicht jetzt gefragter ist als zuvor. Planbare Erträge, staatliche Förderung, Ruhe, kein Stress und ein Ertrag und Perspektiven, die sich tatsächlich sehen lassen können. Und das ist etwas, wo ich darauf hinweise, weil die Sonne, die scheint, die steht uns zur Verfügung und die Sonne hat zu tun mit dem Thema Photovoltaik. Wir haben für Sie eine Präsentation vorbereitet. Das Blatt, das Sie im Moment gerade sehen, oder das Factsheet, das Sie gerade sehen, zeigt ein bisschen die Funktionsweise von Photovoltaik. Das ist eine in sich sehr funktionale und seit langem geförderte Variante, seit 20 Jahren jetzt genau in diesem Jahr. Das heißt, die staatlichen Unterstützungen sind hier fix. Ich werde manchmal gefragt, nicht selten gefragt, ja, wie ist denn das, wenn hier mal die Regierung wechselt oder eine Koalition wechselt? Nun, in den letzten 20 Jahren haben wir derer genug Korrekturen gehabt und die Förderung ist geblieben, weil es ein wichtiger Bestandteil ist für die Zukunft. Schauen Sie, wir gehen raus aus dem Thema Kernkraft, wir gehen raus in den 30er Jahren aus dem Thema Braunkohle. Was wir brauchen, ist ein adäquater Ersatz an Energie und zwar unabhängig von Situationen, wie sie sich im Markt im Moment abspielen. Ob jemand mit seinem Job ein Problem hat, unverschuldet, er braucht trotzdem Energie. Und das ist die Vorgehensweise des Themas Photovoltaik, weil sie da für ihre Kunden und gerade besonders für die, die auch recht gut Steuern bezahlen müssen, eine ganz fantastische Möglichkeit und Lösung haben. Und darauf kommt es jetzt eigentlich an, dass man sieht, man kann hier auf 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Es ist nicht irgendwie ein ganz neues Highlight, sondern die Kunden können sich darauf verlassen, dass das, wovon Sie mit ihm sprechen und ich Sie dabei unterstütze, dass es tatsächlich auch funktioniert. Und im Rahmen dieser Unterstützung, da gehen wir jetzt gerade mal drauf ein und schauen uns mal die Präsentation an. Sie sehen hier den Bereich, wie funktioniert Photovoltaik. Technisch relativ einfach gemacht, für den, der es natürlich beherrscht, aber grundsätzlich etwas, das schon seit langem funktioniert. Und wenn wir ein bisschen nach unten gehen, sehen Sie hier den Bereich Factsheets. Ralf Huber begleitet das technisch, da sehen Sie es gleich jetzt auf dem Bildschirm. Es gibt hier einen steuerlichen Vorteil durch einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag. Was ich immer jetzt auch an fachlichen Informationen gebe, Sie können es sich gern notieren, aber wir haben Gelegenheit, situativ und mit Ihren Kunden individuell dann darüber zu sprechen. Also nicht irritiert sein, nicht wenige werden aber schon einiges darüber wissen. Zusätzlich zu diesem Investitionsabzugsbetrag gibt es eine sogenannte Sonder-AFA. Darüber hinaus staatlich garantierte Einkünfte, das ist die sogenannte EEG, der Vergütungssatz, also in der Energieeinspeisegesetz und gleichzeitig öffentliche Förderprogramme. Diese öffentliche Förderprogrammthematik ist auch was Interessantes. Der Kunde muss sich die Photovoltaikanlage nicht teuer erkaufen, sondern die aktuelle Situation am Kapitalmarkt sichert ihm auch extrem niedrige Kredite, die zur Verfügung gestellt werden von der KfW, also Kreditanstalt für Wiederaufbau, die macht es unter dem Überbegriff 270 Darlehen. Ich gehe da etwas genauer jetzt in diesen Bereich hinein, und zwar unter dem Bereich Photovoltaik und steuerliche Betrachtungen. Wenn wir da sind,
ja, das Ganze noch ein bisschen übersichtlicher. Ich gehe ganz bewusst ein bisschen stark ins Detail hinein, damit Sie auch merken, dass Sie diese Informationen bekommen, dass ich Sie damit begleite. Der Bereich Investitionsabzug, Sie sehen das hier, die Thematik der Steuerabschreibung und eine zusätzliche lineare Abschreibung. Ich gehe mal auf den Bereich ein. Ein Kunde kann also, wenn er in Photovoltaik investieren möchte, von der Investitionssumme im ersten Schritt 40%, das ist der sogenannte Investitionsabzugsbetrag, steuerlich geltend machen. 40%. Das ist natürlich gerade für den Gutverdiener eine fantastische Alternative. Und dazu bekommt er etwas, was ihn über viele Jahre begleitet und das gleichzeitig noch über das Jahr der Anschaffung und weitere 20 Jahre von der Einnahme besichert wird. Welche andere Variante hätte er denn, um mit solchen Sicherheiten langfristige Entscheidungen zu treffen mit sicheren Einnahmen? Keine vergleichbare. Also auch hier parallel eine schöne zusätzliche Alternative zu den Thematiken Immobilie, Fonds, Aktien, Liechtenstein-Police, was auch immer wir hier im Repertoire haben. Und deswegen sagte ich vorher, gut, wenn man bei diesem Unternehmen dabei ist und diese Lösung bekommt. Zusätzlich zu diesem Investitionsabzugsbetrag, dem Sonderbereich Sonderabschreibung, das sind nochmal 20%, die beliebig über 5 Jahre verteilt werden können. Und dann eine weitere zusätzliche lineare Abschreibung. Ich gehe mal mit Ihnen noch ein Stück weiter und da ist es eine Beispielrechnung. Die Beispielrechnung Steuervorteil. Wenn Sie das sehen, ist hier eine angenommene Investitionshöhe von 225.000 Euro. Beginn tut es übrigens bei 100.000 Euro, damit ich das auch erwähnt habe. Von diesem Beispiel 40% Investitionsabzugsbetrag. Das sind 90.000 Euro. 90.000 Euro, die steuerlich geltend gemacht werden, ergibt einen Restbuchwert von 135.000 Euro. Auf die kommen 20% Sonder-AFA. 27.000 Euro. Restbuchwert 108.000 und darauf wieder 5% lineare AFA verteilt auf 20 Jahre. Selbst wenn man noch gar nicht mit diesen steuerlichen Bereichen in Verbindung war, man merkt schon mal, dass man hier das Finanzamt tatsächlich zu seinem Partner macht und das eine wirklich interessante und funktionale Art der Zusammenarbeit ist. Denn sie wird staatlich gefördert, die Dokumente sind einwandfrei, die Formulare einwandfrei. Es ist nichts Neues und der Kunde selbst wird hier von uns, von Ihnen und von mir begleitet, informativ, bekommt ein individuelles Berechnungsbeispiel und dann können wir ihm auch eine Finanzierung besorgen, weil er letztendlich durch die hohen Steuerrückerstattungen und die Einnahmen aus der Photovoltaikanlage den größten Teil schon finanziert bekommt. Nebenbei mal erwähnt, die Finanzierungen liegen zwischen, wenn man es darstellt, mal zwischen 0,75% bis 2,25%. Individuell, je nach Art und Weise des Kunden und je nach seiner Tätigkeit auch. Ja? Das mal vorab. Ich gehe mit Ihnen mal in das Rechenbeispiel 1. Sie sehen hier die Bemessungsgrundlage für die Anschaffungskosten 100.000 Euro. Davon im Jahr der Anschaffung 40%, 40.000 Euro. Und alles natürlich gesetzlich klar definiert, § 7 Absatz 2 Einkommensteuergesetz. Es bleibt also dann eine neue Variante von 60.000 Euro, davon die 20% sind 12.000 Euro, dazu die lineare AFA, Restbuchwert 45.000 Euro. Und jetzt gehen wir nochmal in den Bereich Abschreibung, Rechenbeispiel 2, und da sieht man mal, welcher Steuervorteil für den Kunden daraus resultiert. Wohlbemerkt aber, mit einer Investitionsart Sachwert. Er ist Eigentümer der Photovoltaikanlage. Sie gehört ihm. Es wird im Grundbuch eingetragen, diese Sicherheiten, weil seine Photovoltaikanlage befindet sich nicht auf seinem Dach. Es ist eine Photovoltaikanlage, die auch ein gewisses Volumen hat und sie ist auf einem fremden Dach. Das kann sein Einkaufszentren, Sporthallen, Schulen, Krankenhäuser, große landwirtschaftliche Betriebe. Da werden diese Sachen entsprechend dann ihm zur Verfügung gestellt und nach seinem Budget und Volumen sucht man das aus. Aber gehe ich nochmal rein. Hier Planung, Kauf, 200.000 Euro, Investitionsabzug, 80.000 Euro. Also wiederum diese 40%.
bei ihm angenommener Steuersatz 45%. Die Steuerersparnis 2019 durch den IAB, Sie sehen es, 36.000 Euro. Bemessungsgrundlage für die Sonder-AFA bleibt dann 120.000 Euro. Sonderabschreibung hier 24.000 Euro. Und jetzt kommt noch der Bereich lineare AFA, 6.000 Euro, Steuerersparnis in 2020, 13.500. Und jetzt schauen Sie mal selbst, die Steuerersparnis bei einer Investition von 200.000 Euro beträgt bei diesen Kunden 49.500 Euro. Also wir reden hier wirklich über große finanzielle Möglichkeiten. Die kann er wiederum individuell einsetzen, um die Photovoltaikanlage zu bezahlen, ergänzend mit dem monatlichen Ertrag, den die Anlage hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn dieser Ertrag, der ist es, der in der staatlichen Förderung dann für ihn festgeschrieben wird. Also wenn Sie mit Ihrem Kunden darüber im Vorfeld kontakten, der kriegt die Planungssicherheit, dass die Einnahme, die jetzt im Jahr der Anschaffung plus weitere 20 Jahre, dass die für diese Zeit auch eben tatsächlich garantiert ist. Und das wiederum macht es einer Bank, die ihn begleitet, so einfach, ihm eine höchst attraktive mit Niedrigzins Finanzierung zur Verfügung zu stellen, weil die auch weiß, dass die Anlage letztendlich staatlich besichert ist. Das heißt, er wird begleitet, er wird finanziert, wenn nicht irgendwie sehr schwerwiegende Ungereimtheiten da wären. Aber im normalen Fall ist es für den Kunden ein ruhiges Fahrwasser, eine angenehme Art und Weise, in die nächsten Jahrzehnte zu blicken und darüber hinaus. Denn auch eine Frage, die oft kommt, ja, was ist denn danach? Wie sieht die Anlage aus? In welchem Zustand? Die Anlagen werden grundsätzlich natürlich gewartet und es steht in der Kalkulation, die man ihm macht, die wir ihm zur Verfügung stellen, wird schon einberechnet, dass die Anlage entsprechend gewartet wird, dass sie besichert ist, auch wenn Dinge ausfallen, sodass er da eben nicht selber jetzt irgendwelche Experimente eingeht und gleichzeitig schauen muss, wie wird das repariert, sondern es wird in einem geladenen Serviceprogramm für ihn von vornherein definiert. Und die Anlagen haben eine ganz interessante Perspektive, was ich vorher meinte. Denn wenn wir denn diesen Schritt, und den gehen wir ja konsequent seit einigen Jahren raus aus der Kernenergie, ich muss dieses Vakuum schließen. Es ist nicht möglich, irgendwelche sonstigen Alternativen beizuholen. Ich brauche es ökologisch, das ist die gesetzliche Grundlage und da ist eben Photovoltaik die Alternative schlechthin. Von der Montage, von den technischen Voraussetzungen, wie auch immer. Gern gefragt wird, naja, wie lange hält denn sowas? Wie funktioniert es denn langfristig? Die Antwort ist recht einfach. Ich nehme da gerne immer eine Referenzanlage vom Fraunhofer Institut. Vorteil: keine rhetorischen Loopings, keine bunten Prospekte, sondern fachlich klar definiert, die Anlage steht. Fraunhofer war einer der ersten, die diese Anlagen damals installiert haben. Und wenn man damals sieht, wie das Ganze aussieht, so haben die Anlage 30 Jahre im Betrieb und sie produziert heute noch 80% von dem Volumen, wofür sie damals konzipiert war. 80% von dem Volumen, das damals konzipiert war. Selbstverständlich sind die Module, die sich damals auf der Anlage befanden, zu dem, was die Kunden heute kriegen, mit denen wir reden, unvergleichlich. Auf gleicher Fläche produziert man das Mehrfache an Qualität. Die Komponenten sind inzwischen komplett recycelfähig und so eine Anlage hat eben dann auch eine Planungssicherheit, die über 3 Jahrzehnte hinausgeht. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Ja? Auch die Absicherung der Pacht für den Kunden ist 25 Jahre plus 2x5 Jahre. Also insgesamt hat er eine Planungssicherheit und eine Planungsperspektive von 35 Jahren. Davon alleine nochmal, da wiederhole ich gerne, 21 Jahre eine feste Vergütungssicherheit. Jetzt müssen wir uns fragen, wie sieht es denn aus mit der Entwicklung des Strompreises? Wir geben immer, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, jedem Kunden eine individuelle Berechnung. Das veranlasse ich und es wird auch mit Ihnen besprochen. Und man fragt sich natürlich, na, wie sehen die Strompreise aus? Was kommt auf uns zu? Beantworten Sie es vielleicht für sich selbst wie folgt. Dass Strom ins Bodenlose fällt,
gerade unter der Voraussetzung auch keine Kernenergie, Braunkohle weg, ist nicht sehr wahrscheinlich. Und wenn wir nur davon ausgehen, es würde so bleiben wie jetzt, dann haben wir da für den Kunden oder er für sich selbst eine höchst interessante Perspektive. Durchschnittlich waren die Strompreiserhöhungen in den letzten 10, 12 Jahren pro Jahr im Durchschnitt bei 4,5%. Das ist nicht das, was Sie und ich als Endkunde bezahlen, sondern eben der Durchschnitt auf den tatsächlichen Wert. Sie kennen durch Ihre eigene Stromabrechnung, was da letztendlich zu Buche schlägt. Und deswegen ist dieser Aspekt Photovoltaik für den Investor, der in ruhiges Fahrwasser möchte, eine sehr, sehr interessante Steuerrückerstattung, feste Einnahmen von ganz, ganz großem Vorteil. Also da hat er etwas, was er in anderen Bereichen nicht bekommt. Ich gehe mit Ihnen mal noch weiter in den Bereich Referenzen. Und da sehen Sie mal, wie solche Anlagen aussehen. Ja? Und das merken Sie jetzt auch wiederum, was wir da eigentlich vorhaben. Dass wir da letztendlich dem Kunden auch eine Konzeption zur Verfügung stellen, die planungssicher für ihn ist, wo er tatsächlich weiß, wo er sich befindet. Nehmen wir mal die obere Anlage, das nennt sich Stangengrün. Der Investor besitzt also auf diesen Flächen je nach seinem Volumen, für was er sich entschieden hat, seine persönliche Anlage, seine Solarzellen. Je nach seiner Größenordnung hat er dafür einen eigenen Wechselrichter und das Ganze geht dann in die Trafostation und wird so entsprechend klar definiert und ihm zugeordnet. Er weiß also ganz genau, was da passiert und was auf ihn zukommt. Die Anlagen werden gewartet, werden betreut. Er selbst sieht das auch zu Hause. Er hat einen Zugang, wo er permanent kontrollieren und sehen kann, was letztendlich seine Anlage auch produziert. Nun, welche Sicherheit, das ist immer dasselbe, besteht für den Kunden, so fragt er dann auch, dass meine Anlage auch richtige Sonnenenergie umsetzt. Nun, das ist im Vorfeld wichtig in der Recherche vom Anlagenbauer. Das Gebäude muss auch eine entsprechende Ausrichtung haben. Es muss klar sein, dass im Umfeld darum keine extremen Beschattungen zu erwarten sind. Dass da jetzt niemand ein Gebäude hinstellt mit 28 Metern Höhe und dann im Großteil seiner Anlage nicht mehr funktionieren würde. Das alles ist nicht der Fall. Aber Sie merken, dass er mit solchen Anlagen dann letztendlich Planungssicherheit genießt und weiß, was da auf ihn zukommt. Ich nehme mal das aktuelle Thema mit der Corona-Krise. Gestatten Sie mir den Hinweis, obwohl Sie es jeden Tag mehrere Male hören. Aber über diese Situation hinaus, sowohl Sie als auch Ihr Kunde, als auch ich selbst, wir machen uns natürlich auch Gedanken darüber, welche Konsequenzen die Situation hat für Einkommen, Beruf und die Zukunft. Und Sie haben jetzt auch bemerkt in den letzten Wochen, wie volatil und schnell die Märkte reagieren, welche Auswirkungen das Ganze hatte auf Börse und vieles mehr. Also von größter Bedeutung ist doch dann im Moment, nicht zu erkranken oder schnell wieder gesund zu werden, mit den Investments ein ausgewogenes Mix. Das kriegen Sie bei uns bei der Deutschen Gesellschaft für Ruhestandsplanung. Ich habe vorher Beispiele erwähnt. Sehr, sehr gute Lösungen, die funktional und durchdacht sind. Und in diesem, über das ich heute spreche, mit dem Thema Photovoltaik, bekommen Sie etwas für Ihren Kunden, wo ich eben sage, hohe finanzielle Vorteile, langfristige Planungssicherheiten, sehr langfristige Planungssicherheiten. Und dann kommt eben hinein der Bereich, die staatliche Förderung gemäß dem Energieeinspeisegesetz, Steuerrückerstattung durch Anerkennung des Investitionsabzugsbetrages. Sie haben das vorher ja gesehen. Gleichzeitig ganz aktuell staatlich gesicherte Einnahmen der Stromerzeugung ab dem Jahr der Anschaffung für weitere 20 Jahre. Zusätzliche Absicherung durch Eintrag im Grundbuch. Langfristige Perspektiven und eine tatsächlich ökologische Entscheidung. Das ist doch, worauf es dann auch tatsächlich ankommt. Und das ist das, worüber der Kunde sich auch freut. Mal etwas weniger Stress, dafür etwas mehr Ruhe und trotzdem Einnahmen, die ihm Spaß machen, mit denen er etwas anfangen kann. Also dieser Unternehmer beispielsweise oder ein Angestellter mit gutem Einkommen, der heute einfach attraktiv zu dem, was er schon getan hatte, sagt, dass er
eine Steuerrückerstattung wünscht, die ihm tatsächlich etwas bringt, dass er die staatliche Förderung in Kauf nehmen, akzeptieren möchte und dass sie ihn da auch unterstützt, der ist mit dem Thema Photovoltaik wunderbar aufgehoben. Das ist etwas, was er nachhaltig für viele, viele Jahre vernünftig einsetzen und planen kann. Sie merken, es macht auch tatsächlich Spaß, über diese Themen zu sprechen. Ihr Kunde merkt in dem Zusammenhang, dass man ihm etwas sagt, das nicht neu erfunden wurde, sondern mit dem er tatsächlich langfristig funktioniert. Was er auch bekommt, es ist etwas, was technisch ausgewogen ist. Es ist etwas, was notwendig ist und gleichzeitig, was von der Marktsituation her, von der Ökologie, von dem Bedarf an Energie unvermeidbar ist. Schauen Sie, die Sonne scheint fast jeden Tag. Und der Standort, an dem seine Anlage dann montiert wird, das ist die Grundlage dafür, welche Einnahmen daraus resultieren. Beispiel auch dafür, es ist jederzeit feststellbar, wo in Deutschland in den letzten 10, 15, 20 Jahren welche Sonneneinstrahlung war. Und das ist auch ein maßgeblicher Bereich für die Standardwahl oder die Standortauswahl. Dass er das also von vornherein geklärt hat und dass diese Dinge für ihn funktional umsetzbar sind. Und dann ist das wichtig, dass er in dem Bereich über Einnahmen verfügt, die Sinn machen. Denken Sie daran, wenn jemand beispielsweise eine Abfindung bekommen hat, jemand hat ein Haus oder eine Eigentumswohnung verkauft oder sonst irgendwie über eine Erbschaft Vermögen, dann muss er dafür auch immer wieder den Bereich Steuer mit in Betracht ziehen. Gleichzeitig hat er den Wunsch, etwas zu haben, ja, was dann doch ein bisschen angenehmer ist als dieses Hin und Her in den letzten 2 Monaten. In der jetzigen Phase sehnen die sich auch mal nach Ruhe und etwas, sag mal, Berechenbarkeit. Er wird trotzdem weiterhin und völlig zu Recht im Bereich Fonds, Aktien, Wertpapiere investieren und investiert sein, aus gutem Grunde, weil er da auch nachhaltig seine Möglichkeiten entsprechend findet und Einnahmen erzielt. Mit Photovoltaik jedoch macht er etwas generationenübergreifendes. Ihr Kunde ist in der Lage, eine Entscheidung für Photovoltaik natürlich auch innerfamiliär zu vererben. Er hat damit eine Ausgangsposition, wo sich jemand durch die Einnahmen aus der Photovoltaikanlage die Absicherung ermöglicht, seinen Kindern Ausbildung und Studium zu finanzieren. Denken Sie auch hieran, Sie können ihn da in unterschiedlichsten Möglichkeiten und Varianten immer wieder abholen. Das Thema ist unerschöpflich, weil wir über Energie sprechen. Und dieser Bereich Energie ist die Grundlage dafür, dass Anlagen, wie Sie es jetzt hier sehen, Stangengrün oder Markenrode, dass solche Anlagen weiterhin sehr wichtig sind, sehr nachhaltig für das, was er tut. Die Bebilderung ist mir wichtig für Sie, damit Sie sehen, dass es eben nicht auf sein Privatdach montiert wird, sondern wir in solche Objekte gehen, um auch entsprechend Potenzial und Volumen für die Kunden zu haben. Und auf das kommt schon an, denn das ist genau das, was er braucht, dass wir ihn platzieren, ihn nicht, aber seine Investition so platzieren, dass er mit dem auch Kapital erzielt und gleichzeitig seine steuerlichen Möglichkeiten einfach ein bisschen, ja, vereinfacht gesagt, vom Finanzamt was zurückbekommt und gleichzeitig es wieder reinvestieren darf. Ergänzend, begleitend zu dem, was Sie schon für ihn machen. Sprechen Sie mit ihm darüber. Wie ist es in der Praxis? Wenn Sie jetzt jemanden haben, von dem Sie sagen, passt doch eigentlich aufgrund der Kenntnisse, die Sie haben, sehr gut, hat ein Geschäft, macht dies, jenes, hat ein vernünftiges Einkommen, sagt immer wieder mal etwas zum Thema Steuern und war eigentlich geneigt, etwas zu tun, was ihn ruhig begleitet und über Jahre entsprechende Erträge sichert. Dann können Sie mit ihm über Photovoltaik sprechen. Kontakten Sie ihn, sprechen Sie das an, kontakten Sie zuvor mich, damit ich Ihnen auch ein bisschen Informationen zur Verfügung stellen kann, wie wir uns praktisch miteinander verständigen, wie Sie vorgehen möchten. Ich lerne dann von Ihnen, um welchen Kunden es sich handelt, wie wir am besten mit ihm sprechen, einige individuelle Informationen, die ich ja vorher nicht wissen kann. Dann gibt er uns wenige Daten, die brauchen wir einfach mal, um ein vernünftiges Berechenbeispiel für ihn zu machen. Mit diesen Daten, die ich dann mit Ihnen abstimme, können wir eine Telefonkonferenz mit dem Kunden machen. Die Telefonkonferenz gibt ihm schon mal die Chance, die ersten Eindrücke, die Sie ihm geschildert haben, jetzt auch schriftlich zu sehen, was da passiert.
welche mögliche Steuerrückerstattung für ihn machbar ist, wie die weiteren Schritte sind. Und da möchte ich Sie gerne unterstützen dabei. Das heißt, diese Art von Besprechungen mit diesen Interessenten führen wir in der Telefonkonferenz. Ich kann jederzeit auch den Kunden in Rücksprache mit Ihnen anrufen. Das heißt, Sie sind komplett immer transparent informiert, müssen aber nicht sehr tief in der Materie sein, weil ich Sie dahingehend begleite. Der Kunde stellt dann Stück für Stück oder Schritt für Schritt die Informationen zur Verfügung, die für ihn passend sind. Und wir geben ihm dann die Gelegenheit zu sehen, schau, so sieht das in der Konsequenz aus. Nicht selten wird er auch seinen Steuerberater fragen. In dem Zusammenhang ist es auch dann notwendig, dass ich vielleicht mit dem telefoniere, dass man auch hier eine Telefonkonferenz macht. Seien Sie nicht irritiert, wenn ein Kunde Ihnen sagt, er hätte das Thema schon mal angesprochen, Photovoltaik sei ja gar nicht mehr so interessant. Vor 10 Jahren sei die Forderung, die Förderung wesentlich höher gewesen. Das stimmt. Vor 13 Jahren beispielsweise, das war die erste Anlage, die ich begleitet habe von der Finanzierungsplanung, hatten wir noch eine Förderung von 53 Cent pro Kilowattstunde. 53 Cent. Heute sind wir bei knapp unter 8. Wenn Sie das sehen, kann es doch eigentlich, meint man, gar nicht mehr attraktiv sein. Ist es denn noch, weil auf gleicher Fläche wesentlich mehr Strom produziert wird? Wesentlich mehr Strom produziert wird und die Investition in Photovoltaik wesentlich günstiger wurde, bei höherer Qualität. Deswegen nach wie vor solch hohe Steuerrückerstattung und vernünftige Einnahmen. Also wenn da der Informationsbereich beim Kunden nicht auf dem aktuellen Stand sein kann, einfach sagen, dass ich mit ihm sprechen kann. Auch ein Steuerberater, der nicht regelmäßig in der Thematik war oder vielleicht bis vor 6, 7, 8 Jahren in der Thematik zwar zu Hause war, jetzt es aber nicht mehr macht, sich mehr auf Informationen und Beratungen mit Immobilie frequentiert hat, der könnte zur ähnlichen Bewertung kommen. Ich kann da gerne anrufen, man kann miteinander reden. Dass die Anlagen deutlich, deutlich besser sind, noch als vor 7 und 8 Jahren auch, dass die Kapazität, was sie produziert pro Monat, erheblich höher ist und die Komponenten viel wertvoller als je zuvor, das muss auch ein Steuerberater nicht permanent wissen. Also es ist nicht immer eine Abwehrreaktion, sondern teilweise auch dem geschuldet, weil der sich um viele Dinge kümmert. Geben Sie dem Kunden die Gewissheit, dass wir das gerne miteinander besprechen können. Dass auch überhaupt keine Notwendigkeit besteht, zu sagen, naja, die haben es gesagt, es geht nicht. Trotzdem die Gelegenheit nutzen, da nochmal nachzusprechen, mit Ihren Kunden darüber zu reden. Nicht wenige, auch aus den letzten Monaten, hatten den Eindruck, ich möchte es Ihnen aus der Praxis schildern, Ende November, Anfang Dezember hatte ich dahingehend Gespräche mit einer Steuerberatungskanzlei und Wirtschaftsprüfer. Es ging um eine größere Planung und der Steuerberater sagte dann Ende November noch bis Anfang Dezember, ich möchte mir mit dem Thema Photovoltaik jetzt erstmal Abstand nehmen und Sie sind eigentlich auf größere Renditeerwartungen nochmal raus. Jetzt hat sich in den letzten 2 Monaten einiges entwickelt, was Sie, der selbst und ich, niemals voraussehen konnten. Aber das Interesse, eine Nettorendite von knapp 5% zu haben und das über einen langfristigen Zeitraum von 20 Jahren, 30 Jahren und mehr, ist nicht nur vielleicht, sondern ganz besonders jetzt von großer Bedeutung geworden. So hatten wir jetzt wieder ein Telefonat, also mit Abstand von 3, fast 4 Monaten. Und es war dann und besteht der Wunsch, dass wir uns jetzt im April zusammensetzen und nochmal über Möglichkeiten sprechen für 2 oder 3 Mandanten, für die nach Meinung des Steuerberaters so etwas in Frage kommt. Sie sehen, immer auch Verständnis haben, wenn jemand sagt, passt nicht, klappt ja eh nicht, habe was anderes gehört, das ist nicht schlimm. Aber wir nutzen die Gelegenheit trotzdem für das Gespräch. Wir nutzen die Chance und die Möglichkeiten zu sagen, dass Photovoltaik Sinn macht, dass diese Investition ihm nachhaltig Vorteile bringt, dass er damit etwas hat, wo er auch mal gegen den volatilen Strom von anderen Bereichen vernünftig und ruhig seine Planungen zu Ende führt. Und da möchte ich mit Ihnen gerne hin und da will ich Sie gerne begleiten. Dass man diese Dinge nutzt, dass wir gemeinsam mit den Kunden darüber sprechen. Also im einfachen Bereich zu sagen, Leistung statt Niedrigzins und statt Turbulenzen. In diesen
in diesen Möglichkeiten, die Sie hier dem Kunden aufzeigen, zu dem, was Sie sonst mit ihm noch besprechen, haben Sie immer etwas, was Sie situativ einsetzen können für denjenigen, der jetzt auch wiederum den Wunsch auch hat zu sagen, ich brauche vernünftige Einnahmen, will eine langfristige Perspektive haben und das Thema Steuer. Es ist immer dieses Thema Steuer. Ich möchte es nicht überbewerten, die Steuersituation. Und es ist auch nicht das einzige an Argumenten. Aber es ist für den Kunden in jedem Fall etwas Wichtiges. Mir persönlich erscheint mindestens gleich wichtig, wenn nicht mehr, dass er eben kontinuierlich Monat für Monat Geld auf seinem Konto hat aus der Photovoltaikanlage. Also er kriegt regelmäßig diese Einkünfte Monat für Monat und hat somit die Planungssicherheit und dann auch die Gewissheit, falls er einen Teil davon finanziert hat, die Gewissheit für die Bank, dass er hier ein super Kunde ist und die ihn gerne auch zu diesem Thema finanzieren. Beispiel von zwei verschiedenen Berufsbereichen. Sollten Sie mit Ärzten sprechen. Ärzte bekommen im Moment eine Finanzierungszusage von der APO, von der Ärzte- und Apothekerbank, für 1,03% über die gesamte Laufzeit. 1,03. Wenn es kein Arzt ist, nicht in diesem Bereich der Heilberufe, sind wir aktuell, 20 Jahre Laufzeit, 2,24% auf das gesamte Kreditvolumen. Der Arzt braucht noch nicht mal Eigenkapital nachweisen. In den anderen Fällen ist die Eigenkapitalsituation von der Bank gewünscht bei 20%. Geht auch ohne diesen Bereich, wenn beispielsweise als Sicherheiten Immobilien zur Verfügung stehen, sodass man da eine Grundschuld einträgt. Sehr individuell, nicht pauschal, individuell. Aber in jedem Fall ein Ansatzpunkt, wo es nicht unmöglich ist, einen vernünftigen Konsens zu finden. Und es ist mir, ich hoffe, es ist für Sie auch angenehm, wichtig, dass ich aus dem Bereich, was hier draußen im Markt passiert, Ihnen etwas erzähle und Sie jetzt nicht mit fachlichen Bereichen hier erdrücke. Informationen, die Sie brauchen, stelle ich Ihnen immer zur Verfügung. Auch im Rahmen der Argumentation oder auch mal, indem man eine Grafik dazu bringt, je nachdem, wie Ihr Kunde reagiert und welche Fragen er hat. Aber die Chance zu sagen, ihn anzusprechen, hier eine Lösung, die sonst nicht möglich ist, die ist mit Photovoltaik nun mal gegeben. Nutzen Sie das. Reden Sie mit ihm. Sprechen Sie über die Möglichkeiten, ökologisch etwas zu tun, steuerlich optimiert zu handeln und langfristig eine Perspektive zu haben. Für ihn, seine Frau, seine Kinder, Enkel, das passt jederzeit. Es geht an diesem Thema nichts vorbei, also nichts am Thema Energie. Wie er und was er im Hintergrund schon getan hat, alles offen für jedes Gespräch. Wir sollten es nur machen und ich bin Ihnen dabei gerne behilflich. Also wir stellen Ihnen dann auch zur Verfügung, meine Daten bekommen Sie selbstverständlich und dann können wir telefonieren, suchen Möglichkeiten des persönlichen Gespräches mit Ihren Kunden, telefonieren mit denen und dann haben wir schon eine gute, vernünftige Akzeptanz und ich sorge dafür im Hintergrund, dass dann für das weitere Gespräch entsprechend fachliche Daten und Zahlen zur Verfügung stehen. Das will er. Ihr Kunde will sich auch nicht erdrücken lassen über fachliche Optionen, das. Er fragt dann, wenn es soweit ist, hat zum Standort nochmal irgendwelche Details, die ihn interessieren. Aber das Prinzip Sonnenlicht, Gleichspannung, Gleichstrom, Umwandlung, Wechselstrom, alle diese Dinge, Solarmodule, das, was am Anfang der Präsentation gezeigt wurde, das ist ein wichtiger Bereich. Und jetzt hätte ich gerade die Bitte, lieber Ralf, wenn du gerade nochmal an den Anfang der Präsentation zurückgehst, wie funktioniert Photovoltaik? Das wäre auch nochmal ganz interessant. Genau das hier. Der Kunde selber, aus meiner Erfahrung heraus, ist gar nicht so affin, dass er da permanent mit Details zugeschüttet werden möchte. Was er will und immer wollte, ist klare Fragen, klare Antworten, klare Informationen. Nicht en masse. Will er nicht, versteht er nicht. Aber die Gewissheit, das will er ganz bestimmt, dass das, worüber wir sprechen, stimmt, dass die Förderung funktioniert, dass das Finanzamt das Ganze akzeptiert und dafür sorgt, dass er eine sehr, sehr beeindruckende Steuerrückerstattung erhält. Das und darauf will er sich verlassen. Die Auswahl des Standortes trifft natürlich er nicht als Person,
Man schaut dann, wo was im Moment zur Verfügung steht und das wird im Prinzip zugeteilt. Aber er muss nicht die Angst haben, dass er gegenüber seinem Kollegen, der auch mit uns spricht, jetzt benachteiligt wäre, weil er einen Tag zu spät käme, vermeintlich zu spät. Die Anlagen haben einen ganz hohen Standardbereich und differenzieren nur in Nuancen, was die Produktion des Stromes betrifft. Insofern ist er in den Gesprächen, die wir miteinander mit ihm haben, da immer gut aufgehoben. Er möchte nur klar wissen, wie was geht, und wenn etwas nicht geht, dann darf man ihm das auch sagen. Das ist ja nicht schlimm. Also es bedarf einfach mal in dem Bereich von einer gewissen, Begleitung zu seinen Fragen. Und das mache ich sehr gerne. Er wird nicht gedrängt, nicht gedrückt, nicht überfordert, sondern wir begleiten ihn und er wird schnell merken, wie interessant die Thematik ist. Ist es jemand, der ein Geschäft hat, der ein Unternehmen führt, dann kann er mit Zahlen sowieso immer sehr gut oder sehr gut umgehen oder ist es gewohnt, mit Zahlen umzugehen. Das ist auch nicht schwierig und meistens begleitet ihn da auch nochmal sein Steuerberater. Also all diese Bereiche gehen wir gemeinsam an. Sie werden von mir dahingehend unterstützt, Ihr Kunde entsprechend beraten. Und dann sollte es uns möglich sein, dass wir für dieses Jahr hier einen Weg haben, der Sie in Ihren Beratungen qualitativ unterstützt, der auch eine sehr interessante Provision bringt, das muss man gar nicht verheimlichen, völlig legitim, und der gleichzeitig Ihren Kunden auch an Sie bindet, weil Sie haben mit dieser Sache, wie gesagt, etwas, was über viele, viele Jahre ihn begleitet und damit sind Sie automatisch mit im Gespräch. Ich freue mich, wenn Sie diesen Weg gehen, nutzen Sie diese Chancen, lassen Sie uns miteinander darüber reden und ich bin dann für Sie da und helfe Ihnen dabei. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, recht schönen Dank, dass Sie dabei waren.